Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Italia Emilia. Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt Flächen dazugekauft, vor zwei Folgen, zum verspäteten Jubiläum. Und ich habe hier oben Aufträge angenommen. Das sind zwei Grubberaufträge und ein Kalkauftrag. Eigentlich sollte unser Fendt hier jetzt gerade zur 76 fahren, um dort zu kalken. Ist aber einen ganz interessanten Weg genommen. Also dürfte jetzt aber gleich ankommen, damit ich den dann mal in Gang setzen kann. Auf unserer neuen Fläche werden gerade Steine gesammelt. Und wir müssen grubbern. Die Grubberaufträge warten auf uns. Den ersten davon, die 66, müssen wir selber machen, weil das ist dieses Forschungsfeld. Ich versuche da mal mit Cosplay einen Kurs zu erstellen, aber in der Vergangenheit hat das eigentlich nicht ganz so gut geklappt. Mit dem Frontgrubber ist vielleicht was anderes. Wollen wir mal sehen. So. Das sieht gut aus. Jetzt musst du abbiegen, mein Freund. Ja, sehr schön. Das hat beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt. Ich wollte wissen, ob er es jetzt hinkriegt. Oder bin ich vorbeigefahren? Ich weiß es nicht mehr. So, hier haben wir einen Kalkstreuer dran. Und das werden wir gleich mit dem Helfer machen lassen. So, mal gucken, wo ist die Feldauffahrt? Wahrscheinlich hier links. Na, sieht ganz verdächtig aus. Na, fährst du das Hütchen um, oder? Oh ja, 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 ja. Das Hütchen ist weg. Das Hütchen ist weg. So, 76. Brauchen wir für dich. Das ist hier drüben. Und einen Job. Haben wir mit Sicherheit noch nicht. Wollen wir mal gucken. Kurs generieren. 12 Meter sieht gut aus. Wir machen drei Vorgewände. Wunderbar. Feldkurs generieren. Der sieht fantastisch aus. Also geht ja gar nicht besser. Drei Vorgewände müssten eigentlich reichen. Hier sind überall Gräben drum. Da sollte man eigentlich, also je nachdem, was ihr für ein Gerät dran habt, nehmt lieber ein, zwei Vorgewände mehr. Kann auch mal in die Hose gehen. So, 12 Meter Streuer. Bitte sehr. Gespeichert. Und Abfahrt für dich. Mit dem Streuer sollte das aber eigentlich hinhauen, hoffe ich. Gut, muss entladen werden. Wir springen mal durch, da ist er. Der möchte entladen werden. Damit seht ihr jetzt auch, wir sind ein gutes Stück weitergekommen hier. Können wir nochmal ein kleines Bildchen von nehmen. Hier sieht man das so schön durch den Kalk, wo man schon war und wo noch nicht. Komme ich als nächstes in den... da sind wir am Weinberg. Da sind wir nicht weitergekommen. Den schnappen wir uns gleich und den brauchen wir jetzt. Fahren wir einmal rüber. Boah, der hat hier Stellen ausgelassen. Liegen da noch Steine? Wenn nein, ist okay. Ja, sieht gut aus. Dann wollen wir den mal kurz abladen, dass er weitermachen kann. So, nicht zu nah, nicht zu weit weg. Also kommt ganz gut was zusammen hier, glaube ich. So ein paar Runden habe ich ja schon in den Gesteinsbrecher gefahren. Dürfte sich lohnen. Aber den Unimog, den brauche ich jetzt demnächst, weil ich den Frontlader verwenden möchte. Wir müssen nämlich mal bei den Schafen nachlegen. Die kriegen langsam Hunger hier. Die haben nur noch halbvolles Gras. Hier wird gestreut. Perfekt. Das funktioniert gut. Mach mal die Linienführung aus. Danke. Oh, schönes Bild gerade. Ah, jetzt ist die Laterne ins Bild gekommen. Naja gut, die bauen wir ein. So, schön mit der Wolke hier hinten dran. Mit der Dusty Land Erweiterung. So hieß sie, glaube ich, ne? Glaube, so war's.
So, ein bisschen mehr Baum. Das läuft perfekt. Das läuft weiter perfekt. Und wir nutzen den Grubber. Müssen wir hier rum. Und dann müssten da hinten, jawohl, da sind die Solarzellen über der Feldfläche. Dann steigen wir da heute mal ein. Ob wir ganz fertig werden, weiß ich nicht. Aber ich würde es jetzt tatsächlich mal manuell machen. Wo war denn hier der Übergang? Bin ich schon vorbei? Sag nicht, ich bin... Ach nee, hier. Das ist nämlich ein bisschen komisch. Man muss vom einen Feld, von dem einen Feld aufs andere Feld. Ich glaube, hier fehlt so ein bisschen der Weg. Der ist irgendwie nicht so richtig eingezeichnet. So. Bitteschön. Dann wollen wir mal gucken, ob Cosplay in der Lage wäre, hier einen Kurs drauf zu erstellen. Ich tippe auf schwierig. Es gibt auch gar keinen Ordner 66. Also hab da wohl schon so meine Erfahrungen gemacht. Let's see. Wenn wir hier starten würden, was würdest du sagen? Also Feld schon mal erkannt, das ist schon mal gut. Ja, wir machen mal 4 Vorgewände, 4,10 Meter. Der Grubber hat doch nicht nur 4,10 Meter, oder? Hat der nicht 6 Meter? Ja, jetzt muss ich nachgucken. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Grubber. Was hast du? 6 Meter. Jawohl. Hier haben wir noch den kleinen mit 3 Meter. Unser altes Stück. 608 Euro kriegen wir da noch für. Deswegen lohnt sich irgendwie nicht, den zu verkaufen. Deswegen behalte ich den, falls mal Unmengen an Grubberaufträgen auf einmal reinkommen. Was irgendwie nicht der Fall ist. Aber mit den 3 Metern, ich überlege, ob ich damit nicht sogar zwischen den Weinreben entlang könnte. Weiß ich gerade nicht so genau. So, 4 Vorgewände, ja, mach mal. Und hier gehst du aber mal schön auf 6. 10%, jawohl. Scharfes Vorgewände, Uhrzeigersinn. Generieren. Was machst du da draus? Zeig mal her. Den einmal schließen. Das könnte sogar gehen. Wahrscheinlich eckt er hier dann beim Rumfahren an. Aber es könnte funktionieren. Okay. Ich würde sagen, wir fangen aber selber mal an. Wir speichern uns den, aber wir fangen trotzdem selber an. Feld 66. Kurs speichern. 6 Meter Grubber. Interessiert mich ja schon, aber wir schalten den einfach erst ein, wenn er da in die Solarpanel reingeht. Wir wollen ja heute auch was zu tun haben hier. Ansonsten blieben aktuell... Na gut, es blieben nicht nur die Schafe, wir müssen auch noch aussehen. Also wäre es tatsächlich eine Überlegung zu sagen, okay, komm, lass mal Cosplay anfangen. Wie ist das denn gerade hier zeitlich? Was können wir noch machen? Achso, ja, ich hatte ja schon festgelegt, ne? Weizen, Gerste, Gras. Ich glaube, so war's. Let's see. Einmal check. Gras. Nee, gar nicht. Da bin ich falsch. Gras, Weizen, Gerste, habe ich gesagt. Ja, das müssen wir auch noch ausbringen. Wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ich glaube, die Fläche hier ist gerade spannender. Wir gehen in der nächsten Folge aussehen. So, runterlassen, Abfahrt. Mal gucken, ob ich das von innen hier einigermaßen hinbekomme. Ich könnte aber auch mit VCA arbeiten, ne? Das dürfte ich mir wohl gönnen. So. Das ist ein bisschen was groß, kann das sein? Hier, irgendwie stimmt die Breite nicht so ganz. Sehe ich das richtig? 10,20 Meter, nee, die ist komplett falsch. 6 Meter hätte ich gern. Jawoll, guck mal, geht doch. So, aber wenn wir hier schon so Geraden haben, dann können wir die auch gerade fahren. Ja, mal weg da. Und von hier haben wir eigentlich auch noch nie so wirklich geguckt. Auf dem Feld haben wir ja noch gar nicht gearbeitet.
schön vorbei an den Solarflächen hier. Also ist eine smarte Lösung, ne? Ist schon cool. Und das ist ja tatsächlich ein Forschungsprojekt, so wie ich das verstehe, das, wenn ich es richtig verstehe, das real existiert, und hier halt eingebaut ist. Man muss ein bisschen von der Feldfläche hergeben natürlich, aber wenn es Ertrag bringt, zusätzlich Einnahmen, why not? Plus Energie halt. Oh, mir rutscht schon wieder hier, mir geht schon wieder der, verdammt, der Drehknauf kaputt. Mann, den muss ich mal irgendwie festbekommen. So. Bob. Einmal den, einmal den. Einmal den bitte. Absenken und Abfahrt. Wie sagt Ansgar das immer? Attacke, Abfahrt oder so, ne? Glaube ich ihm natürlich nicht. Bei Ansgar habe ich jetzt die komplette XXL-Farm durchgeschaut. Kann man ganz wunderbar auch nebenbei laufen lassen, wenn man selber hier ein bisschen was macht oder irgendwie gerade was anderes macht. Gucke ich tatsächlich ganz gern mal Endplay. Und hat die halbe Million Follower geschafft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Glückwunsch dazu. Aber verdient. So. Jo, sieht gut aus. Ah, von hier, das sieht auch stark aus, ne? Irgendwie. Das ist schon ganz cool mit den Solarpanels hier. Das ist halt irgendwie unpraktisch bei der Bearbeitung. Das ist etwas schwierig. Das Grubbern hier mag ja noch einigermaßen funktionieren. Aber wenn man dann an die Aussaat kommt, weiß nicht, ob das so sich wirklich optimal einstellen lässt, nutzen lässt. Am besten ist die Sämaschine dann irgendwie so darauf abgestimmt, dass sie halb so breit ist wie so ein Durchgang. Oder aber knapp so breit wie ein Durchgang, dass man einmal durchziehen muss. Dann dürfte es aber wiederum sehr gut funktionieren. Ach, guck mal, hier wären wir auch drauf gekommen. Von der Seite. Und wo ist da die Auffahrt? Die ist aber auch da hinten, wenn ich mich nicht täusche. Mal kurz von außen gucken. Ja. Das hilft einem hier auch nicht groß weiter. Muss entladen werden, schon wieder. Wie viele Steine holt er denn da runter? Okay, das hier ist keine gewöhnliche Gerade. Dann. Die fahren wir selber. Müssen wir gleich mal wieder rüberspringen zum Steinsammler. Der soll ja fertig werden da. Soll da jetzt ja nicht Ewigkeiten dauern. Aber der Frontgrubber, finde ich, hat sich auf dieser Karte bisher wirklich rentiert. Der funktioniert hier einwandfrei. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Schreibt mir gerne mal, was ihr von dem haltet. Ich bin echt überzeugt von dem Teil. Also für Karten, die so ein bisschen enger sind, ist es eigentlich optimal. So, da ist das Schild. Ich würde halt gerne irgendwie die Ecke hier schon mal mitnehmen. Und damit ich hier wieder auf eine Gerade komme. So. Machen wir mal kurz den wieder an. Dann verschieben wir. Das müsste eigentlich passen. Kommen wir noch zurück. Ich wette, ich
Donner gleich gegens Schild. Oh, ne, sieht gut aus. Gut. Dann springen wir mal kurz rüber. Dich brauchen wir. Ah, der ist aber fast durch. Der hat fast die ganze Fläche fertig. Das ist gut. Müssen wir noch einmal abladen. Abtanken. Und dann haben wir es hier auch. Bitte sehr. Ich bin ja schon da. Sehr schön. Können wir eigentlich ausmachen. Und dann springen wir zurück. Der ist auch gleich schon fertig. Das ist sehr schön, denn meine Wiesenfläche muss auch gekalkt werden. Jetzt ist an. Alles klar. Moment, hatte ich da... Hab ich den jetzt wieder angehoben? Nee, alles gut. Ja, die Ecke nehme ich da in einer anderen Runde mit. Das passt auch perfekt. Und zwar ist das die Wiese, die wir von hier aus quasi da sehen, wenn ich mich nicht täusche. Da hinten müsste sie sein. Die Wiese zur BGA hin, die große am Hang, die ist schon ready. Die sieht gut aus. Aber die Wiese dahinter an unserer kleinen Hoffläche, die wir nicht mehr nutzen, die ist noch nicht auf 100%. Da muss noch Kalk drauf. Und dann ist die auch wieder tipptopp. Wird blockiert. Dein Ernst? Wer wird denn jetzt blockiert? Wir haben keine Zeit für sowas, Mensch. Was soll denn das? Mann. Kommen die mir hier nur mit Problemen wieder um die Ecke? So, einmal umschalten. Absenken. Einmal retten. Komm, wir gehen einmal retten. Ach so. Ja, gut, okay. Aber was fährst du denn auch für einen komischen Weg? Bitteschön. Ach, bist du... Jetzt ist der Helfer da rausgesprungen. Echt jetzt? Helfer hat aufgegeben. Kein Bock mehr. Dich kann ich eigentlich direkt zurückschicken zum Hof. Hof. Ja, komm, wir schicken dich zum Abstellplatz. Und der ist ja nicht weit weg vom Gesteinsbrecher. Dann kannst du schon mal losfahren. Ich hoffe, das geht in die Richtung. Sieht gut aus. Und wir bringen dich mal wieder auf Kurs. Bitte erst Motor starten. Jawohl. Du wolltest jetzt... Ach, da wolltest du lang. Mhm. Okay. Kriegen wir hin. Ab hier geht alleine. Sehr schön. Dann kann ich ja weiterspringen. Und weiter im Text hier. So, jetzt sollte uns aber nichts mehr aufhalten, außer die Meldung ist fertig. Zweimal hätte ich die gerne. Ich habe auch das Grubbern für das Kartoffelfeld angenommen, das wir abgearbeitet haben. Der Auftrag ist auch reingekommen. Wir haben wohl gute Arbeit geleistet bei der Ernte und haben den Folgeauftrag bekommen. Die Fläche bringt uns dann allerdings nur 1300 Euro. Das ist also dann nicht so der Rede wert. Aber machen wir natürlich gern, nehmen wir schnell mit. Geld ist Geld. Beschweren wir uns nicht und... Ja, vielleicht hat der Feldbesitzer ja auch noch andere Flächen, die er uns dann anvertrauen will. Das fände ich übrigens mega cool, wenn in der nächsten Version vom LS oder aber auch durch eine Mod möglicherweise vielleicht so eine gewisse Treue von Auftraggebern mit berücksichtigt wird oder ein Zufriedenheitslevel
eingebaut wird. Wenn die zufrieden sind mit der Arbeit, wenn man die gut gemacht hat, dann kriegt man eher einen Folgeauftrag. Und wenn dann jemand irgendwie 25 Flächen hält, kriegt man umso mehr Aufträge. Das fände ich sehr, sehr cool. Wäre eine interessante Mod. Also, ne, wenn jemand zuschaut, der Modder ist, bei mir unwahrscheinlich, aber... Oder jemand, der einen Modder kennt. An so einer Mod wäre ich interessiert. Was denkt ihr so über Lohnunternehmensmöglichkeiten im LS? Die sind irgendwie ja noch ein bisschen eingeschränkt. Also ja, es gibt dieses Auftragssystem. Ob das jetzt groß abwechslungsreich ist, weiß ich nicht. Irgendwann wird es ja doch so ein bisschen eintönig auch. Häufig, vor allem, wenn man keine Zusatzmod für die Aufträge drauf hat, die das dann ein bisschen erweitert und auch nur begrenzte Aufträge annehmen kann, dann ist es schwierig, finde ich. Ich denke, da geht irgendwie noch mehr, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es einige gibt, die Bock drauf haben. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, auch wirklich mal so eine Runde Lohnunternehmer einfach nur anzugehen und Aufträge zu machen und dann den entsprechenden Fuhrpark dafür zu haben und da so ein Business draus zu machen. Und das könnte man sicherlich noch um so ein paar Varianten dann erweitern. Oder ein paar mehr Möglichkeiten. Interessant. Irgendwie dieses Stück hier? Grubbert das auch? Nee, ne? Da ist kein Grubber. Da sind nur die Rollen. Doch eigentlich sind da auch Schare. Hä? Naja, egal. Oh Mann, und ich hatte alle Geräte so schön sauber. Jetzt sind sie alle wieder dreckig. Schlimm. So, damit wir nicht hängen bleiben. Müsste passen. Gerade so. Ah, ist schon eine enge Kiste hier auf der Fläche. Nehmen wir das Bild mit. Sieht so ein bisschen aus, als würde man an Gewächshäusern entlang fahren. Finde ich. Aber ist schon cool. Oder an so einer Abstellhalle. Das ist eine übergroße Abstellhalle. Hier können dann die Holmer und Ventors abgestellt werden. Gut, auf der Karte braucht man die jetzt nicht zwingend. Klar, hatten wir jetzt auch schon im Einsatz, aber so wirklich brauchen tut man die eigentlich nicht. Wobei wir gesehen haben, der Kartoffelroder, den wir hatten, hat auch schon zu kämpfen. Da hat sich der Ventor fast besser geschlagen. Hab die Bezeichnung schon vergessen. War das... Hieß der Eber? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ne? Sieht auch gerade cool aus, Entschuldigung. Aber heute ist irgendwie... Ich mag diesen Frontgrubber einfach. Ich dachte, ich wäre schon am Ende. Ah, ich glaube, ganz schaffen wir es heute nicht. Wobei das vielleicht auch der Moment ist, wo ich gleich mal hier an Cosplay übergeben könnte. Wie sind denn da jetzt gerade die Strecken? Wahrscheinlich bin ich so gar nicht auf der... Ja. Passt. Passt auf der Cosplay-Strecke. Ich bin gerade ein bisschen effektiver unterwegs, dank VCA, glaube ich.
Oder ist es gar nicht effektiver? Kann auch sein, dass ich mich gerade täusche und in den Himmel lobe, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Kra, kra, kra. So, dann zeig ab hier nochmal, wo würdest du jetzt langfahren, weil dann nutzen wir das. Auf der Strecke wärst du noch nicht. Ich lasse den einfach mal hier noch eine Runde drehen und dann gucken wir, wann ein hat sich festgefahren kommt. Weil dann schnapp ich mir in der Zwischenzeit den Unimog und dann regeln wir das schon mal, dass die Schafe Essen bekommen. Ah, guck mal, das ist, ich bin Kursplay-Strecke bin ich gefahren. Aber Halleluja. Ah doch, wir waren sehr gut unterwegs. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der da abknickt. Aber ist okay. Ich dachte, der macht die mit aus, die Streckenführung. Kurz schauen, wenn er hier gleich abbiegt, wie er das macht. Aha. Nicht gut. Das habe ich befürchtet. Jetzt hat er tatsächlich den Grubber da reingefahren. Was natürlich kompletter Bockmist ist, weil der da jetzt festhängt. Oh nein, muss ich den jetzt zum Händler zurücksetzen? Könnte ich den einklappen? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Tja, dann ist gut, dass ich gewartet habe. Cosplay ist hier also nicht die Alternative auf der Strecke oder auf der Fläche. Schade. Hätte mich gefreut. Aber da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir das erledigen. Machen wir das jetzt. Erstmal außen einmal drumrum. Ich habe das befürchtet, dass die Kurven hier das Problem sein werden. Ja, ich glaube, hier brauche ich auch kein VCA. Hier kann ich einfach längs ziehen, egal wie weit ich... Ah, doch, 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 doch. Moment. Da geht mehr. Obwohl, das ist nicht mein Feld, ne? Also ich muss gar nicht hier so... Muss gar nicht so genau sein, eigentlich, normalerweise. Gut, wenn ihr Aufträge auf Feld 66 bekommt, die nicht düngen oder kalken heißen. Oder mit der Spritze rumfahren oder so. Dann überlegt euch, ob ihr sie annehmt. Alles andere ist, glaube ich, hier drauf schwierig. Außer ihr wollt es halt selber machen, dann kein Ding. Aber man läuft häufig Gefahr, irgendwo stecken zu bleiben. So. Eigentlich sehr schade. Ich hatte gehofft, dass der Helfer das hinbekommt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Innenparts, dass die vielleicht funktionieren. Ja. Hat noch nicht ganz gereicht, okay. Jetzt fehlt mir natürlich hier der Teil, so was Blödes. Ja, dann erledigen wir das kurz. Verschiebt mal nach Dorn. Ich glaube, das bisschen da lasse ich stehen, oder? Ich lasse es drauf ankommen. Ich ziehe hier einmal durch. Und dann lassen wir den Teil stehen, in der Hoffnung, dass es ausreicht. Und ab hier kann ich ja korrigieren.
Mal so ein bisschen hier rein, dass er das schon mal mitnimmt. Der Part hier wäre wahrscheinlich zu viel. Das wird dann wieder nicht ausreichen. Ah, damn. So. Oh Gott, oh Gott. Wie wäre hier der Kurs? Auf der anderen Seite würde es reingehen. Und hier, oh, da wäre so ein ganz komischer Zickzack-Kurs. Guck mal, der will hier durch. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht versuchen. Das müssen wir selber fertig machen. Das ist nicht hilfreich. Setz mal neu. Oh, das könnte eventuell... Nein, wir müssen einen kleinen Tick zur Seite. Passt das jetzt? Jawohl. Jetzt haut's hin. Ja, aber Maßarbeit, ne? Das ist schon, ein Tick weiter vor, hätte ich gerne. Da wollte ich dich haben. Dankeschön. Schön hier unter den, Solarpaneln. Jetzt wird sich zeigen, ob mein kleiner Einschlag hier ausgereicht hat. Okay, hier sieht's gut aus. Auf der anderen Seite bin ich dann gespannt. Man wird aber dreimal durchfahren müssen, ne? Mit den 6 Metern hier. Würde sagen, das ist nicht ausreichend von der Arbeitsbreite her, dass ich da nur zweimal durch muss. Das ist natürlich ärgerlich. Jo, super. Gut, haben wir hier ordentlich zu tun. Naja, kannst nichts machen. Sieht das so von innen aus? Überdachtes Grubbern. Auch noch nicht gemacht. Ja doch, habe ich schon gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Folge hatten. Wenn ja, ist es auf jeden Fall schon eine ganze Zeit her. So, ich glaube, jetzt würde ich erstmal... Wobei, nee, das passt auch nicht. Ich muss den ja wieder neu einpassen hier. Ja gut, dann nehmen wir gleich... Wir lassen den erstmal stehen. Diese schmalen Parts lassen wir erstmal stehen. Und die machen wir zum Schluss. Wenn er dann sagt 100%, hören wir auf. Das läuft jetzt so nebenher hier. Das heißt, wir müssen den hier neu einstellen. Und vielleicht reicht es dann ja schon, wenn man da so 3, 4 Streifen überlassen kann. Oder einen. Ah, hier durch die Mitte werde ich dann aber auch noch mal müssen. Naja, werden wir sehen.
So. Düdüdüdüd. Was? Nee, da sollst du nicht drauf auf die. Du sollst ein weiter. Hier sollst du drauf. Ja, das sieht besser aus. Oh, guck mal, das kommt. Das kommt aber besser hin, oder? Sieht man nicht so richtig. Ein breiter Streifen ist das jetzt nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob der zählt. Geht aber ein Glück relativ flott hier alles. Sehr schön. Den Streifen lassen wir wieder stehen, in der Hoffnung, dass er egal ist. Vielleicht war ich bei der ersten Unterführung da auch zu genau. So ein bisschen mehr hier an die Grasnarbe heran. Dann kommt das nämlich schon besser hin mit der Breite. Wie viel Prozent haben wir denn? 77. Jetzt von außen gucken? Ja, doch, geht. Ja, tut mir leid mit den Bildern, aber es ist irgendwie... Auf dieser Fläche ist man halt nicht jeden Tag. Sehr gut. Jetzt mal von außen gucken, dann sieht man das ein bisschen besser. Wie viel der da stehen lässt. Oh, der hat jetzt aber tatsächlich auf der Seite doch einiges stehen lassen. Aber auf der anderen sah das doch gut aus, oder? Täusche ich mich. Na, die Bäume weg. Naja, okay. Das wird wohl noch einiges an Nacharbeit erfordern, fürchte ich. Jetzt habe ich auf beiden Seiten so einen Rand. Ei, könnte mir zum Verhängnis werden. So, wie war es hier? Ja, da ist auch ein bisschen was stehen geblieben. Nun gut, nun gut. Insgesamt geht es aber ja relativ schnell tatsächlich. Also ich hätte gedacht, dass es wesentlich länger braucht, die Fläche einmal fertig zu machen. Ja, setzen wir den mal so an. Ja, okay. Jetzt wird auf der anderen Seite wieder mehr stehen bleiben. Bei wie viel Prozent sind wir? Bei 90 Prozent, okay. Wahrscheinlich muss man gar nicht so exakt sein. Ich will das hier zu ordentlich machen, glaube ich. Die Parts hier in der Mitte nehmen natürlich auch noch viel Fläche ein. Surprise, surprise. Vielleicht ziehen wir das jetzt doch noch durch. Vielleicht kriegen wir den Auftrag doch noch fertig. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, okay, komm, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Aber die Bahn jetzt noch zurückfahren, ich glaube, das darf man noch mal mit draufhauen, wa? Jetzt will ich es auch wissen. Wir können ja einmal kurz hier vorne die Parts schon mal wegnehmen. Dann sind die schon mal erledigt.
So. Vielleicht bringt das ja schon wieder ein paar Prozentpunkte. Oh, jetzt ist das mit dem Drehen, aber... Da wäre ich voll gegen den Mast gedonnert. Was? Wieso lässt er da so viel stehen? Das kann aber nicht sein. Da müssen wir nochmal korrigieren. Das ist ein bisschen sehr viel, oder? Ja, guck mal. Siehst du, wenn du nach den Geraden einfach nochmal korrigierst, dann nimmt er hier schon... Oder auch nicht. Schon einiges mehr weg, wollte ich sagen, aber tut er nicht. Okay, gut, dann nicht. Ja, das hat auf der anderen Seite auch besser geklappt. Ja gut, da hatte ich mich aber auch hier an der Linie orientiert und nicht an der. Oh, wir sind fertig. 100%. Brands, wir haben 100%. Der Auftrag ist erledigt. Sehr schön. Wir haben noch einmal durchgezogen. Das darf schon sein. Perfekt. Tata. Unser Werk ist getan. Wir haben unsere Huld getan auf dieser Fläche. Also, man kann hier einiges stehen lassen. Man muss gar nicht so exakt sein. Wahrscheinlich hätte ich schon irgendwo auf der Hälfte stoppen können. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir geben gleich die Aufträge schon mal ab. Dann haben wir nur noch den kleinen Grubberauftrag auf der Kartoffelfläche, auf der ehemaligen. Und dann können wir uns um die Aussaat kümmern auf unseren neuen Flächen. Das ist doch mega gut. So, ich setze den schon mal in Bewegung in die Richtung hier. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen in dieser Folge. Schreibt mir gerne mal, was ihr so denkt mit dem Auftragssystem und der Idee, dass irgendwie gute Arbeit belohnt wird, vielleicht mit einer gewissen Treue versehen wird. Ich fände es cool, wenn man da so ein bisschen lohnunternehmermäßig unterwegs sein könnte. Und bin gespannt, was ihr davon so haltet. Hier ist die kleine Fläche, die gegrubbert werden muss. Ja, vielleicht setze ich da einen Helfer drauf an oder machen wir das irgendwie mal. Die sieht tatsächlich relativ schnell gemacht aus. Ich stelle den hier erstmal ab. So. Dann geben wir noch die Aufträge ab. Zack. 18.000, 19.000 Euro haben wir verdient. Und mit dem hier dann 20.000, 21.000. Da kommt der nächste Kalkauftrag rein. 2.000 Euro. Naja, erstmal werde ich meine eigene Wiese in Gang setzen. Schauen wir mal, ob wir den dann noch annehmen. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo freue ich mich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.